herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Y-Talk. Das ist hier unser Talk-Format bei Y-Play und wir suchen dann immer im Cast von Ape Crime oder von Y-Titty oder von welchen Leuten, die auch Zeit haben, immer rum und suchen Leute, die interessante Meinungen haben. Ja? Ein absoluter Mastermind natürlich, Jan ist heute bei uns dabei und der gute Wrestle. Wrestle! Wie heißt du eigentlich wirklich? Ich heiße wirklich Wrestle. Also mit Nachnamen. Wrestle mit Nachnamen. Genau. Es ist auf jeden Fall interessant, denn wir sprechen heute über ein interessantes Thema, denn die E3 liegt jetzt ja doch nicht in allzu weiter Vergangenheit. Und das große Thema ist natürlich Xbox One. Ja? Ich wollte jetzt einfach mal fragen, wie seid ihr denn so verortet? Was bist du? Bist du eher so, in welchem Lager bist du denn so beheimatet? Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe mit PlayStation und mit Microsoft gar nichts am Hut gehabt in meiner bisherigen Laufbahn. Gar nicht? Ich war immer nur Nintendo, ich habe immer nur Mario und Zelda gezockt. Du liegst Scheiß. Übrigens hier wie so ein Abercrombie & Fitch Model in dieser Couch. Ja. Irgendwie so, ganz, ganz entspannt irgendwie so. Also echt, ich habe damit nichts am Hut gehabt, aber mittlerweile muss ich sagen, so bin ich ein bisschen aus diesem Nintendo-Ding raus, weil ich finde es ein bisschen schade, dass Nintendo nur auf diese Family-Scheiße geht. Immer mit, hey, wir machen Party. Immer nur diesen Freunden und ja, diesen genau. Leuten in der Verwandtschaft. Das hat doch eh keiner, also braucht man das. Wozu nicht. Braucht man das eigentlich? Immer alleine. Auf jeden Fall, ja, ich bin jetzt mehr so in Richtung PlayStation, Sony, oh mein. Mein PlayStation klingelt hier gerade. Wie ist bei euch? Was war das letzte Spiel, was du gespielt hast? Nur damit wir mal wissen. Ich habe Last of Us auf der PS3 ein bisschen angetestet, aber nur. Ich hab's durch. Ja? Super Spiel. Genau. Super, super geiles Spiel. Razzle, wo bist du? Kommst du her? Ja, ich war früher eher so ein Xbox-Fanboy, ewig viel Halo gesucht. Also die erste Xbox? Genau. Hast du dann auch schon das Online-Feature da genutzt bei Halo? Nicht. Gar nicht, okay, ich auch. Heißt die erste Xbox übrigens auch jetzt Xbox One? Nein. Xbox One, das ist halt die allererste Xbox damals. Da gab es ja das große Ding, weil Halo damals ein PC-Exklusivspiel extra auf Xbox konvertiert wurde, um die Verkaufszahlen von der Xbox. Ja, das war erst PC und dann wurde es auf Xbox-Exklusiv umgemünzt und dann kam irgendwann viele Jahre später eine furchtbare PC-Version. ganz zum Kotzen war das. Aber ich bin eigentlich ein Alles-Spieler und jetzt natürlich die große Frage, hast du die E3 verfolgt? Ja, das war auch immer mein Kindheitstraum. Also ich war da bisher noch nie, aber ich will da immer hin, deswegen gucke ich mir immer die Livestream. Also seit ja die Pressekonferenzen alle gestreamt werden, ist das ja ein Happening mittlerweile. Und als du so die Pressekonferenz so, was weißt du denn schon über die Xbox? Also ich fand sehr lustig, so ein Feature gab es auf irgendeiner Internetseite, da haben die live gecountet, was die Resonanz jeweils für entweder PS4, Xbox One oder die Wii-Spiele sind. Ja, okay. Und Sony war irgendwie zu 80%, Xbox One zu 13% und Nintendo zu 7% oder so. Also die Resonanz war komplett PS4 und ist eigentlich immer noch so, glaube ich. Ja, weil das große Ding war ja, DRM war ja ein Riesenthema, also dass man halt Kopierschutz und man Spiele nicht mehr verkaufen kann an GameStop und so weiter, dass man nicht mehr gebraucht Spiele kaufen kann und so, aber das haben sie ja jetzt gedroppt. War das für euch ein Thema irgendwie? Was, jetzt mal ehrlich, was soll das? Was soll sowas, dass man das nicht verkaufen darf? Oder? Ja, das stimmt, hast du recht. Das ist so, wenn da ein Marketing-Typ sitzt und auf einer Konferenz entscheidet, wir lassen sowas nicht zu, denkt er, diese Leute finden das geil? Warum, wie? Also es geht ja darum, man will ja Verkaufszahlen irgendwo auch erhöhen so und deswegen denken wir so, okay, wenn du jetzt ein Spiel kaufst wie The Last of Us und bringst das zu GameStop, ja, kriegst dann irgendwie deine Gebrauchtkohle irgendwie da von 30, 40 Euro oder so, dann ist das Geld, was GameStop kriegt oder du, aber nicht der Publisher und nicht der Entwickler und dieses Geld wollen sie halt unbedingt behalten. Aber würdest du dir da in deine Rechte reinfuschen lassen, Russell, dass du da einfach nicht... Ja, nee, eigentlich finde ich sowas kacke, aber im Grunde nutze ich es dann trotzdem nicht. Das heißt, eigentlich mit Wrestle kann man machen, was man will. Nee, Meldung an Microsoft, also Einkäufer habt ihr auf jeden Fall. Xbox One. Ja, aber kaufst du dir die Xbox One? Ich meine, du bist ja ein Xbox-Fanboy. Nee, das war ich früher. Jetzt bin ich eher PlayStation. Man sieht schon, die Tendenz ist hier klar Sony. So. Ja. Aber Maxi, du hast ja auch noch nicht gesagt, was bist du denn? Du, ich habe alle Konsolen zu Hause tatsächlich. Also nicht alle Konsolen, aber ich hab einen Sega Mega Drive, ich habe einen Dreamcast, ich habe einen Nintendo 64, ich habe einen Super Nintendo, ich habe GameCube, Wii, ich habe noch keine Wii U. Aber ich habe eigentlich alles ich werde hier ausgelacht. Da lacht man hinter der Kamera hier, ne? Ja, der Typ. Der da. Typ.
Ja, ich, also, ich sag seinen Namen nicht, weil ihr kennt ihn wahrscheinlich eh nicht. Ihr würdet lachen, wenn ihr wüsstet, wer da rum ist. Ja, ja. Der Usch. Aber, Warte mal, mir ist gerade noch eingefallen, ja. Skandalsache war ja auch bei der Xbox One dieses Kinect-Feature, dass die, je nachdem, ob du da gerade rumvögelst zu Hause mit deiner Kinect-Kamera, gucken können, welche Chica du da hast. Gut, das ist jetzt ein Problem, was ich nicht unbedingt habe, aber... Manche Leute haben das. Man kann es nicht abstellen, das finde ich halt so krass. Es muss damit verbunden sein, dass du irgendwas machst. Und das ist tödlich, wie kann man das machen? Das geht doch nicht. Es war derselbe Typ, der auf der Konferenz entschlossen hat mit dem Kopierschutz. Der hat bestimmt auch dieses Müllfeature mit Kinect gemacht. Was ist denn, wenn du... Es passiert ja vielleicht irgendwann im Erich Leben, Honecker, dass du wen das umbringst. Dass du da wen umbringst in deiner Wohnung. Und dann gucken die zu, oder? Und dann gucken die zu. Ja. Verdammt, was passiert denn dann? Ja, dann ist ja wieder gut. Dann kann man den Mord aufklären. Ja, aber dann bist du der Gearschte. Was ist, wenn der Rest der wen umbringt? Dann ist er im Knast. Dann kann er nicht mehr kappen hier. Das geht ja nicht. Also finde ich scheiße. Das sind hier schon wieder so interessante Tendenzen. Ja, ne? Ja, ich finde es auch gut, dass man Leute umbringt und das einfach nicht verfolgt wird. Ja? Ja. Ich finde das wichtig. Ja? Aber wo, auf der anderen Seite so denke ich mir halt auch, okay, Microsoft wird jetzt nicht meinen fettleibigen, nackten Körper unbedingt sehen wollen. Ja, also ich glaube, dass sie das nicht unbedingt sehen wollen. Aber du tendierst stärker zur PS4? Ja, doch. Also Xbox interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich finde einfach, die Spiele und Spieleserien auf der PlayStation sind besser. Jetzt, wenn man von Gears of War und Halo absieht. Mhm. Was sind denn für Games schon angekündigt? Habt ihr das mitbekommen? Ich tendiere auch stark zur PlayStation 4 momentan so. Aber auch jetzt, wenn Microsoft die Ankündigung wegen DRM und Gebrauchsspiele alles wieder gecuttet hat. So, die haben jetzt alles wieder weggeworfen. So, wo ich mir dachte, so, wow, krass, super, bringt jetzt auch nichts. Aber Spiele, The Division ist groß angekündigt, ich glaube, das ist für beide. Titanfall ist ein Xbox-Exklusivtitel. Destiny ist ein PlayStation 4-Exklusivtitel. So. Also, was ist das? Habe ich noch nicht gehört. Titanfall, da habe ich bis jetzt wenig von gesehen, soll aber sehr gut gewesen sein. Und Destiny ist quasi, kennst du Borderlands? Ja. So Shooter mit Rollenspieleinlagen, also sehr grob umschätzt. Leute in den Kommentaren wissen das bestimmt besser wie ich, aber schreibt das auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine krasse Nummer. Aber das heißt, also ich bin momentan eher PlayStation 4 und du? Also mein Favorit, ihr wisst das ja, falls ihr uns verfolgt, mein Favorit ist ganz klar Super Smash Bros. Für die Wii U. Achso, also ein Spiel. Also ich gehe mal weg von Zelda. Ja. Und Mario Kart 8 sah auch ganz geil aus. Sah fantastisch aus. Sah geil aus. Weil das sah richtig geil aus. Ich freue mich schon wieder richtig zu battlen und das hochzuladen. Ne? Also das wird geil. Ja. Ja, sonst die neuen, was ist eigentlich mit den neuen Battlefield und so? Kommen die auch für alles aus Wii? Ich denke ja. Ich denke außer Wii hat momentan so ein bisschen so ein Third-Party-Support-Problem. Ja, totaler Müll. Also was weiß ich nicht, weil die Wii U ist eigentlich eine ziemlich gute Konsole. Die Wii U kam raus ohne Spiele. Da waren irgendwie vier Spiele und dann hat Nintendo erstmal gesagt, so, wir fahren erstmal in Urlaub und machen nichts. Was ich auch geil fand, ist, dass das Nintendo die erste Firma war, die jetzt, wir haben den Controller, hol ihn mal rüber. Wir haben ja alles hier. Wir haben ja alles hier. Dankeschön. Wir haben ihn ja hier, wo alle irgendwie diesen zweiten Screen haben. Ich habe ihn das erste Mal richtig geil. Ich finde es auch nicht schlecht. Super cool. Und damals haben alle gesagt, was soll der Bildschirm da, was soll das? Und jetzt kommen sie alle mit ihrem Second Screen, weißt du, irgendwie Xbox Smart Glass auf dem Tablet und so. Und glaubst du schon irgendwie, Razzle, dass Nintendo da schon auch wieder ein Trendsetter ist und wir alle merken es nicht? Razzle ist das völlig egal, glaube ich. Nee. Ich kaufe mir einfach einen neuen PC. Ja, aber der Reggie, der Chef von Nintendo America, hat ja auch gesagt, so, ja, ganz einfach, Nintendo, du kriegst da Zelda, du kriegst da Smash Brothers, du kriegst die geilen Nintendo-Spiele. So. Aber das ist für dich als Nintendo-Fan, ist das einzig Entscheidende. Ja, ist auch so. Ja. Also, ja klar, das war aber bei jeder Nintendo-Konsole so. Ja. Aber ich glaube langsam, die müssen sich mal was Neues einfallen lassen. Weil es war natürlich, die Hardcore-Fans können die unendlich lang halten mit dem neuen Zelda, mich auch. Aber ich weiß nicht, irgendwann die Mainstream-Leute, die laufen dann glaube ich mehr zu PS4 und na, Xbox wegen den scheiß Features jetzt wahrscheinlich nicht. Also mein Favorit ist glaube ich PS4 in diesem Rennen. Was sagt ihr Leute? Was sagt ihr da auf der Couch? Wir können ja mal irgendwie vielleicht so eine Tendenz, wie die Zukunft aussieht. Wer wird das Rennen gewinnen? Können wir ja mal so machen. Ich glaube Sony.
Fass. Also wir können es natürlich, ich vergesse immer, dass wir ein YouTube-Video aufnehmen. Ja, das könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren schreiben. Das ist eine Sache, die ich ganz vergessen habe. Aber ich glaube, so das erste Jahr ist relativ egal, ja, wie das sein wird, die ersten zwei Jahre und so. Weil das war auch am Anfang bei der PS3 so, dass die Verkaufszahlen nicht so gut waren. Aber ich glaube, dass Sony, weil sie einfach wirklich bei der E3 nochmal so ein Commitment zum echten Gamer gemacht haben und einfach gesagt haben, pass auf, wir stehen da vor euch, hinter euch, wir wollen den normalen Gamer fördern und finden das geil, dass die halt jetzt einfach in Sachen Glaubwürdigkeit einen riesen Vorsprung gegenüber Microsoft haben. Sympathie auf jeden Fall. Auf jeden Fall so. Und ich meine, du hast es ja angesprochen, auf allen Umfragen ist Sony momentan vorne und rocken ziemlich. Deswegen glaube ich, dass PS4 einen nicht zu unterschätzenden Vorteil hat. Was glaubst du? Eindeutig. Ressel sagt euch. Das Orakel spricht. Weißt du, wir werden jetzt eine neue Rubrik einführen. Ressels Orakel. Ja, bitte auch nur mit meinem rollenden R einsprechen. Ressels Orakel. Ressels Orakel. Ressels Orakel. Und das werden wir jetzt in dieser Rubrik einführen und werden einfach nur Bestätigung. Ressel, was sagst du? Ja, das sehe ich auch. Er darf immer nur mit maximal 3 Wörtern antworten. Richtig. Okay, und er ist sehr gut in diesem Spiel. Das war auf jeden Fall die erste Ausgabe von Y-Talk. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Wer jetzt vorne ist. Ist es PS4, ist es Xbox One, Xbone oder ist es doch die Wii U? Auf jeden Fall sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Und ich würde auch noch sagen, ihr könnt auch neue Themenvorschläge über was können wir labern. Was sollen wir so erzählen? Worauf habt ihr Bock? Schreibt es alles mal rein, was ihr dazu meint. Und ja, das war's hier, oder? Was soll man noch sagen? Ich hab hier noch ein Feature. Ach, ihr könnt was macht der Kameramann hier? Mein Gott. Hier, wir haben so einen geilen Button hier. Genau, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Und ich gehe jetzt den Kameramann verprügeln, Leute. Genau. Ciao, bis zum nächsten Mal. Der OG.